So. Sehr gut. Alter Schwede. Macht aber irgendwie Spaß hier. Wenn man so über die Korps räubert und dann im Drift aus der Kurve kommt. Aus der Kurve, ja, ja, komm. So, so. Vergiss den Boxen. Ja, alter Schwede. Haben wir jetzt einige Zeit verloren. So, Perez würde ich gerne hinter mir halten, weil der muss auch in die Boxe. So, wo ist denn eigentlich hier die Boxeneinfahrt? Ach da. Boah, ist die eng. Ist ein bisschen tricky, da reinzukommen. So. Ich hätte gerne Reifen, bitte. Und zwar die weichen. So, beeilt euch und los geht's, los geht's, los geht's. Komm, 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 komm. Fünfter, bis jetzt. Ich weiß nicht, was waren wir denn vorher? Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Vierter, jawohl. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Ich weiß gar nicht mehr, als wie viel das sind wir denn? Waren wir denn, bevor die Boxenphase angefangen hat? Auf jeden Fall nicht Vierter. Das ist doch schon mal gut. Jetzt müssen wir die Schlappen nur noch auf Temperatur kriegen. Aber das fühlt sich schon mal nicht schlecht an. Leichtes Auto, mehr Grip an den Reifen. Falscher Einlenkpunkt. Ja. Scheiße. Da wollte ich zu viel. Wir müssen halt erst auf Temperatur kommen jetzt. So. Sieht doch so aus, als wären sie so langsam auf Temperatur. So. Ja, statt also Position 4 wäre ja schon extremst geil. Ich glaube, wir haben die Position gehalten. Ich glaube, wir waren vorher auch schon Vierter. Bevor die Boxenphase angefangen hat. So. Und schon müssen wir die Reifen auch nicht. Die müssen hier noch drei Runden halten. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Gut für uns. So, 8 Sekunden, das werden wir nicht mehr aufholen. Ich denke mal, wir werden jetzt versuchen, als Vierter ins Ziel zu kommen. So. Boah, Dreck. Jawohl. Super. So. Alter, Alter, ist das hier ein hartes Stück Arbeit? Ich will gar nicht wissen, wie hart das in Wirklichkeit ist. Wenn das schon hier in der Simulation so viel Arbeit ist.
So. 3 Sekunden Vorsprung auf das nächste Auto. 3 Sekunden. Wir kommen auch an den Rossberg dran, aber der ist jetzt noch so weit weg. Ich glaube nicht, dass wir das in den 3 Runden hier schaffen werden. Gehe ich mal nicht davon aus. So. Oh, die neue schnellste Runde. Verdammt, ein bisschen verbremst. Da habe ich ein bisschen zu lange auf die Zeit geschielt. Das war die schnellste Rennrunde. So. Ja, läuft ganz gut jetzt. Also es war, hat sich schon gelohnt, die Reifen erst später drauf zu machen. Fühlt sich ganz gut an jetzt. So. Hauptsache, wir können den Vorsprung ausbauen. So, das fühlt sich aber ganz gut an hier. Läuft viel flüssiger jetzt. Und wir sind schon an 5 Sekunden rangekommen. Oi, aber nach... Fünf Sekunden. Nach Adam Riese langt es nicht mehr. So. Bisschen abgekürzt. Aber wir kämpfen ja auch wie ein Bär. Da dürfen wir ja auch ein bisschen abkürzen. Wir haben's. Deine Zeiten sind absolut konkurrenzfähig. Push weiter. Ja, ich push. Ah, vielleicht kriegen wir den noch, aber wir haben nur noch eine Runde. Mit der hier 2. So. Muss nicht in den Dreck kommen jetzt. Das wäre der Super-GAU. So. Er ist schon in Sicht, aber... Scheiße. Neben die Strecke gekommen. Das hat natürlich Zeit gekostet. So. Ach komm, ist ja wieder vom Gas gegangen, der Penner. Weil ich mit dem linken Rad ein bisschen im Kies war. So, ich glaube nicht, dass wir da noch rankommen. Boah. Eben trifft in die Schikane rein, bisschen über die Korps geräubert. So, unsere letzte Chance, das wird nicht lang. Aber wir sind auf Position 4 erstmal. So. Schade, fürs Treppchen langt's nicht. Aber immerhin. So, vielleicht macht er ja noch einen Fehler oder so.
So. Ja, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich mich so konzentrieren will oder muss, dass wir keine Fehler mehr machen, dass wir zumindest noch als Vierter durchs Ziel kommen. Und das wäre ja schon super, wenn man überlegt, dass wir als 18. gestartet sind. Oh, immer geht er da vom Gas. So. Alonso ist 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Ja, das retten wir ins Ziel, würde ich sagen. Boah. Gibt mal kein Risiko mehr. Bremsen ein bisschen früher. Und dann hoppeln wir ins Ziel rein, würde ich sagen. Als Vierter. Wer hätte es gedacht? Yes! Wir können uns feiern lassen. Das war doch super. Wir waren absolut konkurrenzfähig. Aber absolut. Und mit dieser Mühle auf den Hochgeschwindigkeitskurs so weit vorne mitzufahren, das ist die Kunst. Sauber, schade. Treppchen wäre ja ein hochverdienter vierter Platz. Treppchen wäre gut gewesen, aber da gingen uns am Ende die Runden aus. In der Teamfahrer-WM sind wir auch noch auf Platz 4. Ist ja auch nicht schlecht. Boah, war das jetzt hartes Stück ab. Boah, und wie oft ich diese scheiß Aufnahme machen müsste. Ihr glaubt ja gar nicht, wie oft, weil immer irgendwas war. Ständig ist der Ton ausgefallen, also der Ingame-Sound ist ausgefallen. Dann, keine Ahnung, ging gar nichts mehr. Dann waren die Reifen auf einmal viereckig und hin und her. Boah, Wahnsinn. Aber vierter Platz ist der Lohn dafür. Super. Gut, dann gehe ich jetzt gleich mal rausrendern, dass ich das morgen und übermorgen noch bringen kann. Wie gesagt, das hat ein Weilchen gedauert, bis ich hier wieder spielen konnte. So. Jawohl. Gut, wo kommen wir denn als nächstes hin? Da können wir schnell mal noch gucken. Als nächstes geht's nach Monza. Ist auch noch so ein Affenritt. Oder ein Ritt auf der Kanonenkugel. Oder wie man auch immer sagt. So. Haben wir denn noch irgendwie Angebot zurückgezogen? Ja, genau, bestimmt. Wir hatten ein Angebot von Sauber. Aber das haben wir dann erstmal nicht genommen. Denn da kommt bestimmt noch ein schnelleres Team. Und wenn nicht, bleiben wir einfach bei Dingens. Wo wir jetzt auch gerade sind. So. Reifenverschleiß. Ja, gut. Also, dann sehen wir uns nächstes Wochenende beim Qualifying in Monza und am Sonntag dann das Rennen. Wie immer, bis dahin. Oder wie neu jetzt, das habe ich jetzt so eingeführt, weil mir einfach die Zeit fehlt. Die Zeit fehlt einfach. Naja, okay, nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht. Und bis dahin, tschüssi.